So, dann mach mal hier einen Le unendliche Brunnen. Was natürlich sau doof ist, wenn das Eis gefriert. Aber was soll's. Gut, dann wollen wir mal nach unten. Hallo? Danke. So, das fließt ja jetzt trotzdem weiter, ne? Also müsste ich gleich einfach springen können. Dann ein bisschen runtertauchen. Hoffentlich nicht ertrinken. Okay, so ist gut. Ich sollte auf dem Erdblock hier bleiben. Und mich einmal runter und wieder hochbauen. Oh, oh, das dauert noch. Ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen länger. Das sickert wirklich, wirklich langsam. Uiuiui. Aber wir müssen so lange warten, weil ich muss die Erde mit runternehmen. Anders geht's nicht. Und das alles nur wegen diesem verfluchten Creeper. Ich hätte auch gleich Glas mitnehmen können, aber ich denke, unser Inventar war sowieso schon sehr, sehr voll. So, bitte etwas schneller. Nach Möglichkeit. Ich wäre sehr dankbar. So, ab und zu mal ein bisschen nach Luft schnappen. Und gleich sind wir bei der Erde. So, immer schön die Balance halten, nicht runterfallen. Vorsichtig. Schön vorsichtig. Langsam. Oh, ich hab's geschafft. Und schwupps geht das mit dem Wasser auch viel, viel schneller. Warum? Hallo Zombie. Ich kann dich hören. Aber nicht sehen. Gut, er würde auch sowieso gerade nicht reinkommen. Spinne wäre schon wieder so eine Sache. Vor Skeletten und Zombies sind wir hier drin eigentlich momentan sicher. Vorerst. So, wo wurden unsere Sachen hingespült? Hallo? Oh nein, die wurden gar nicht weggespült, die sind da oben verteilt. Safe. Okay, Spinnen sind gerade sehr gefährlich. Hallo, ich möchte meine Sachen wieder. Aber wo? Müssten die nicht da unten liegen? Oder täusche ich mich? Oh, wo ist die Spinne? Ich glaube da hinten, hinter irgendeiner Mauer. Aua. Aber unsere Sachen. Sie sind alle weg. Einschließlich der Diamanten. Und das Eisen und die Kohle. Warum? Hä? Das ergibt tatsächlich keinen Sinn. Also wirklich nicht.
Oh, ich kann sie hören. Oh, und das Eisenschwert. Das kann doch wohl nicht sein. Okay, ich will hier weg. Momentan will ich hier einfach nur weg. Unsere Sachen hätten irgendwo hier liegen müssen. Schließlich sind wir doch hier gestorben. Warum liegen unsere Sachen hier nirgends? Was ist... Oder... Nee, Moment mal. Wir hatten uns, glaube ich, schon weiter hochgebaut, oder? Nee, irgendwo hier. Oh oh. Nein. Ah, wer... Toll, der Eimer ist auch unten. Ich brauche noch einen Eimer. Und ich brauche noch viel mehr Erde. Dann hole ich mal noch mal einen Wassereimer. Ist doof, dass das hier die ganze Zeit auf einfriert momentan. Wir müssen da Fackeln außen rumsetzen. Und das relativ zeitnah. Und wir müssen auch wieder Druckplatten herstellen und wir müssen diese Falltür ausbessern. Okay, das ist sehr riskant. Und es hat nicht funktioniert. Verflucht. Soll ich? Okay. Ich versuch's noch einmal. Da unten ist ja auch sehr viel Eisen. Ein letztes Mal. Aber diesmal gleich auf die sichere Art. Jo, gut, hier dauert es natürlich wieder sehr lange. In der Zeit können wir aber vielleicht schon mal ein paar Sachen aufsammeln. Wir können ja die Erde über uns auch einfach wieder abbauen. Außerdem kann ich ihn abkürzen. Vom Prinzip... Hier müsste das Zeug doch dann spätestens liegen. Aber auch hier ist halt nichts. Also, man kann jetzt nicht sagen, dass hier nichts ist, aber halt nichts von uns. Das ist irgendwie schon ein bisschen blöd. Oh, Baby-Zombies, der zweite Wassereimer. Erde. Das, was wir gerade eben dabei hatten. Aber sonst leider nichts. Wir haben viel verloren. Tatsächlich. So, 64 Erde. Ich war der Meinung, wir hatten mehr. Wo Löcher, wo das hätte reinfließen können. Es ist halt einfach weg. Und das ist halt einfach wirklich ärgerlich. Dauert das hier noch lang? Sonst baue ich mich trotzdem gleich hoch. Irgendwie so hier. In der Hoffnung, dass dieser Stack jetzt noch reicht. Vermutlich nicht. Ja. Satz mit X, ne? Sehr schade. Wir haben
viel Eisen verloren. Das heißt, ich werde unser restliches Eisen jetzt investieren. Oh, und wir haben auch die Rüstung verloren und einen Banner. Schmerzhaft. Sehr, sehr schmerzhaft. Und... ach, verflucht. Ja, ich werde jetzt unser restliches Eisen nutzen, um eine Schaufel und eine Spitzhacke herzustellen. Gegebenenfalls auch noch eine Axt. Und dann werden wir da erstmal ein bisschen die Mine unsicher machen müssen. Okay, dürfte reichen. Vielleicht sogar noch für ein Schwert. Ich brauche Holz. Sorry, Bro. Ich brauche nicht mehr. Das. Wobei, doch, brauche ich. Aber das mache ich dann mit der Axt. Ah, ne, brauche ich nicht. So, wir haben einmal die spitze Hacke. Le Schaufel. Le Axt. Und Le Schwert. So, dafür wären wir jetzt erstmal wieder gewappnet. Die Wassereimer lasse ich jetzt mal kurz da. Puh, wir müssten jetzt wirklich dringend Eisen und Kohle farmen. Holz kriegen wir da unten auch für neue Fackeln, die ich übrigens auch gleich in die Nebenhand nehme und gelegentlich platziere. Damit es für euch nicht zu dunkel wird. Das vergesse ich bloß leider manchmal. An der Stelle dafür auch schon mal Entschuldigung. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu übel. So, hier kommen wir eigentlich perfekt in so eine Mine rein. Dann sollten wir das doch auch nutzen. Ich leuchte hier erst kurz aus. Mit dem Zombie werde ich fertig. Okay. Vielleicht kriegen wir ja so auch das ein oder andere Möhrchen oder Kartoffelchen. Okay, das Skelett soll mir egal sein. Wir farmen jetzt mal kurz. Auch Kohle. Denn auch die haben wir verloren. Und wir haben einiges zu brutzeln. Hoffentlich. Okay, aber hier ist viel Kohle. Hier scheinen auch viele Monster zu sein. Ein bisschen Eisen scheint es hier dann auch wieder zu geben. Also wir werden unseren Verlust mit Sicherheit irgendwie ausgleichen. Nur das Trauma, dass wir in dieser Aufnahme schon so oft gestorben sind. Ja, das bleibt eben für ewig. Es steckt einfach tief in uns, in jedem von uns. Es war dramatisch. Und auf keinen Fall schön. So, 10 Eisen, das reicht definitiv noch nicht für die Rüstung. Aber ich hoffe, das ändert sich gleich. Mit dem ganzen Eisen, was hier so rumliegt. Wir hatten halt 38, ne? Jetzt haben wir 21. Das ist auf jeden Fall schon mal wieder ein Anfang. Und ich mach mal noch ein paar Fackeln mehr. So. 20 Stück. Damit kommen wir wieder etwas weiter. Mal sehen, was wir hier Hübsches finden. Oh, ein Minenkarren. Schönes Ding. Achso, nee, ich wollte es ja nicht mit Erde machen. Ich wollte es ja mit Kobbel. Okay, wir leuchten erst aus. Und dann gehe ich an den Minenkarren. Okay, hier ist Schluss. Dann nehme ich auch erst das Eisen mit. Und dann gehen wir an den Minenkarren. Mal schauen, was da Hübsches drin ist. Vielleicht gleich ein paar Melonsamen. Das wäre auch klasse. So Melone oder Kürbis. Irgendwas, was es hier in der Gegend nicht gibt. Und rote Beete. Also Kürbisse und rote Beete. Ein bisschen Brot. Eine wunderschöne Eisenspitzhacke.
die eine oder andere Fackel, ein paar Schienen. Die werden wir erst später sammeln, momentan noch nicht. Kürbiskerne und rote Beete. Das nehme ich auch mit. So, zwei Eisenbarren wären auch ganz cool gewesen, weil dann hätte ich hier gleich ein paar Spinnenweben abbauen können. Oh, Kohle. Einfach für Dekoration. Aber das können wir später auch noch machen. Wir dürfen halt bloß nicht die ganze Spinnenweben hier kaputt machen. Ach ja, und unsere ganzen Level sind ja auch weg. Ärgerlich. Miese Brise. Wobei das Ärgerlichste wohl immer noch die vier Diamanten sind. Man hätte sie so schön investieren können. Ich meine, es reicht zwar für die Spitzhacke und den Zaubertisch, aber das sind doch noch keine besonders großen Sprünge. So wie das hier. Das war kein besonders großer Sprung. Vor allem war er auch nicht besonders klug. So, hier könnte man dann super Schienen farmen. Eisen geht auch klar. Dann nehmen wir das Eisen gleich mit. Wie gesagt, die Schienen dann erst später. Das brauchen wir gerade noch nicht. Gut, dann haben wir das nämlich inzwischen schon mehr als ausgeglichen. Da freue ich mich ja sehr. Dann war es ja gar nicht so schlimm. Bis auf die Diamanten, klar. Und der Stolz, der sehr, sehr, sehr verletzt wurde durch diesen Creeper. Gibt es hier gerade sonst noch was auf dieser Etage, was wir begutachten könnten, sollten, dürften? Nö. Ist nicht. Dann gehen wir jetzt nach oben und schauen mal nach unserem Glas. Und schmelzen hier ein bisschen Eisen ein. So, das müsste ja erdetechnisch eigentlich auch reichen. Da gehe ich doch recht in der Vermutung, oder? Komm schon, schneller. Mach hinne. So, dann nehmen wir erstmal hier Glas raus. Eisen rein. Eins mehr. Und es wäre genau aufgegangen, aber das ist jetzt nicht schlimm. Den Rest können wir mal zwischenlagern. Oh. Hauptsächlich halt Eimer. Toll. Das freut mich. Und wir könnten uns eigentlich auch schon ein Portal bauen, aber ein bisschen möchte ich noch warten. Ich möchte nichts überstürzen. Wir haben Zeit. Und das, wenn ich sage, dass wir Zeit haben, dann meine ich das auch so richtig. Wir haben wirklich Zeit. Und zwar so richtig. So, jetzt erstmal wieder an die Glasarbeit. Später werden wir hier auch diese ganzen Wände noch ausbessern. Das wird alles Steinziegel. Außerdem habe ich mit diesem Schacht hier auch noch etwas Großes, Großes, Großes vor. Später. Dafür werden wir aber auch viel, viel, viel Platz brauchen. Und ich wiederhole mich heute sehr, sehr, sehr gern. Aber das ist halb so schlimm. Ne? Nervig ist es halt, klar. Los. Erst die Ecken. Da kommt man nämlich später wieder so schlecht hin. Spinne, wenn du da bist, hau bitte ab. Ich mag dich jetzt nicht. Wir können später spielen. Aber jetzt habe ich gerade zu tun und leider keine Zeit für Spinnies wie dich. Okay.
Wir werden hier sehr viel Glas brauchen. Habe ich auf jeden Fall so das Gefühl. Huiuiui. Huiuiuiui, das sind gar kein Ende. Da sind wir auf jeden Fall noch ein bisschen beschäftigt. Ich zweifle gerade daran, dass unsere 8 Stacks Glas reichen. Vermutlich eher nicht. Wir kriegen mit einem Stack nicht ganz 4 Reihen hin. Also, ich gehe davon aus, ihr versteht diese Problematik. Oh, oh. So, hier könnte es dann rein theoretisch reichen, weil halt auch ein bisschen Stein mit drin ist. Aber im Großen und Ganzen trotzdem nicht so gut. Da haben wir uns, also da habe ich mich, denke ich, etwas verkalkuliert. So, 2 haben wir noch.